Herzlich willkommen zur zweitbesten Kochschule der Welt mit Ingo, mit Caroline und mit Leonie. Genau, viel Spaß. Wir machen heute einen Apfelkuchen mit versenkten Apfelstücken drin. Viel Spaß beim Nachbacken. Können wir Mäuschen? Ja. Wir machen Apfelkuchen. Die Eier haben wir noch vergessen. Wir machen doch Apfelkuchen. Nein, ich will Papa Apfelkau. So. Und Kachschule. Können wir? Kuchisch, Kuh. Können wir? Ja. So, als erstes nehmen wir unsere Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz, Zitronenschale und Eier und rühren das schön schaumig. Ja, Caro? Tun wir das jetzt mal abwiegen. Ja. Während ich jetzt schon mal das Mehl abwiege und absieb und auch das Backpulver dazu gebe und dann später in unseren Teig reinmache, kann die Leonie schon mal anfangen, unser Backblech einzufetten. Ja, komm, Leonie? Ja. Super, dann machst du das. Hier ein bisschen weiche Butter. Einfach da oben. Ja, so. Und schau mal, was der Papa macht. Das darfst du jetzt dreckig machen. Okay? Verschmieren heißt das. Verschmierst du das jetzt? Jetzt geh mal näher ran, die darf gucken. Nimm schnell hier. Mach an Butter. Fertig mit Butter. Super. Warte, nein, ist ja noch nicht fertig. Und dann? Semmelbrösel drauf. Wollt ihr das reinmachen? Ja. Wenn wir jetzt die Äpfel machen, ja? Ja. Da kann die Caroline schon mal das Mehl reinmachen. Ja. Dann komm du mal rüber. Ja. Komm du da drauf, Leonie? Komm die Leo da drauf. Opa. So, wir schälen und schneiden die Äpfel jetzt. Und die Caroline macht schon mal unser Mehl rein, ja? Machst du den Teig fertig? Auf jeden Fall muss man das mal probieren. Ja, probier mal. Ich will auch mal probieren. Alle mal probieren. Finger rein und dann Finger rein. Und jetzt probieren. Mmm. Mmm, kann man das essen? Ja, das schmeckt gut. So, und das verteilen wir jetzt auf unser komplettes Blech. Der Papa macht nur einen. Kann mir das da gleich das da lecken? Danach, aber da ist nicht viel drin. Ja. Wenn ich das mache, so. Ja. So. Aber da ist noch drin. Braucht man nicht mehr. Wenn ihr jetzt keinen ganzen Blechkuchen machen wollt und wollt nur eine Springform haben, einfach die Hälfte der Masse nehmen. Ich habe das einfach verdoppelt für meinen Blechkuchen. Jetzt schneiden wir die Äpfel. Helft ihr mir da, Mädels? Ja. Papa schneidet sie euch und ja. Ihr legt sie drauf, ja? So, jetzt haben wir noch die deutschen Johannisbeeren aus dem Discounter. Dann ist das nur die Haube. So, die macht ihr aber von der Stange runter, ja? Ja. Die könnt ihr ein bisschen oben drauf verteilen. Okay.
So, könnt ihr da immer ein bisschen spielen. Da habt ihr ein bisschen Farbe mit drin. Und sieht damit aus wie gekauft. Ich hab lange. Oh, ich hab... Ey, wie eine Kette. Ja. Hallo, ich hab eine Kette. Oma. Hallo, ich hab eine Kette. So, der Papa hilft auch ein bisschen. Da vorne. Ui, ich bin da gelandet. Ich bin da gelandet. Ui, ich bin da gelandet. Ui, da bin ich, ui, da, ich bin da gelandet. Alles kaputt. Essen. Und ich esse schnell. Ess es, Leo. Du darfst die ganze Zeit essen, gell? Bären. Ui. Sauer. So, das Ganze schieben wir jetzt bei 150 bis 170 Grad auf Ober-Unterhitze. 50 Minuten. Ihr müsst schauen, wie gut euer Ofen da Feuer gibt. Und ja, vielleicht ab und zu mal reinstechen und eine Probe machen. So, Mäuse, können wir backen? Ja. Dann backen wir mal. Ich hab das Ding rein. Kuchen kann ich nicht tragen. Warte, bei der ja, mein Kuchen und dann Kuchen machen. Und so machen. So, jetzt ist er fertig. Den lassen wir jetzt noch schön kalt werden, machen Puderzucker drüber und dann können wir den direkt auf den Teller geben. Ich habe ihn jetzt auf der mittleren Schiene gemacht. Die ersten 30 Minuten habe ich ihn auf 150 Grad und die letzten 20 dann auf 170 Grad gemacht. Das müsst ihr dann mal ausprobieren, wie das bei eurem Ofen am besten funktioniert. Freut ihr euch schon auf euren Kuchen? Ja.